Willkommen hier zurück zu Minecraft. Ich wollte gerade fast überrascht sein, dass wir hier oben drauf stehen. Aber dann habe ich mich erinnert, Mensch, hier haben wir uns das letzte Mal hingestellt. Ist eigentlich auch, ist tatsächlich ganz nett. Ist immer der Weg hier oben hin? Sagte ich noch nicht gerade, dass es noch ganz nett wäre hier? Ich glaube, da hier kein Dach ist, finde ich, muss ich meine Meinung von gerade nochmal eben zurückziehen. Der Weg hier hoch ist okay, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, wo man halt ständig hochkraxeln möchte. Aber muss man, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich lege mich erstmal hier ins Bettelein, dann hört der Regen bestimmt auch auf. Nicht, weil das irgendwie miteinander verknüpft wäre. Dingel. Ah, guck mal, ganz viel Eisen. Oh. Oh, nix drin. Also es wäre etwas seltsam, wenn quasi der Regen direkt mit der Schlafsituation angepasst wäre. Dass man da direkt, ne, hier an, so viel Gold, dass man da direkt den mit beeinflussen könnte. Allerdings ist das Schlafen hier quasi eher so eine Art Time Warp im Spiel. Das heißt, nicht nur Tag tritt ein, sondern auch der Regen hat Chance, oder sagen wir mal, wir geben dem Regen die Zeit bis Sonnenuntergang Chance aufzuhören. Habe ich noch nicht erlebt, dass es dann noch nicht aufgehört hat. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, wir haben Krempel dabei. Das ist, Moment, das ganze Fleisch, das haben wir von den... Das kommt von den ganzen Kühen. Och Mensch, da mussten aber viele leiden. Gut, das Leder, das haben wir auch noch da. Haben wir das Leder dabei? Hallo Leder? Ne, das ist kein Steak. Ich will mal eben was testen, was ihr geschrieben habt. Oh, Wahnsinn. Kohleblock. Die kann man sich basteln und dann... Oh! Wahnsinn. Das ist sensationell. Das ist tatsächlich platzsparend. Das hätte ich mal in den Höhlentouren beachten sollen. Ich wusste das nicht. Krass. Also ich meine, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut, weil so kann man sich echt Platz sparen. Ich meine, Kohle, gerade wenn man mit der Glücksspitzhacke hier durch die Gegend berserkert, ne, so durch die Höhlen sich durchklöppelt, dann wird... Wow, junger Mann, was machen Sie denn hier? Hä? Hä? Wo ist er? Na, komm raus! Ha, ha, ha. Ich sehe ihn gerade mal nicht. Ist er oben? Das wäre eine Frechheit. Hallo? Keiner da. Hm. Das wollte ich noch zur Geheimtür umbauen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wie die Schaltung dann genau funktioniert. Dass es komplett unsichtbar wäre. Ja, hier oben das Glasding ist immerhin besser als überhaupt nichts. Aber ist trotzdem alles nicht optimopti hier. Hallo? Nee, nichts da. Hm. Kein Endermann mehr da. Ich weiß nicht, wo der sich hingeändert hat. Vielleicht ja sogar hier unten irgendwo hin. Weiß ich nicht. Steht nicht dran. Er hat leider kein Schildchen hinterlassen. Ja, bin im Garten oder so. Leider nicht. Wobei im Garten ist er ja nicht. Das hätte man ja gesehen hier. Wie dem auch sei. Genau, ich wollte gerade sagen, hier muss überhaupt nichts rein, aber stimmt gar nicht. Wir können uns da theoretisch drei Brötchen draus backen. Will ich aber gar nicht. Stattdessen hier Zombiefleisch. Hatte ich ja in die Hand genommen, damit ich das dann auch für die Hunde hier benutzen kann. Die wir ja mittlerweile auch haben. Und zwar soll das jetzt auch gerade mal der Aspekt meiner Aufmerksamkeit sein, der da mit beworfen wird. Die Hunde. Denn die sitzen da hinten im Moment einfach in der Gegend rum und machen sich einen faulen Lenz. Das finde ich nur begrenzt gut. Ich meine, Lenzen darf man gerne. Solange man nicht wie Lenzen und Partner macht. Ansonsten... Ach komm, zwei Feuerzeuge. Ich lasse es mal da. So, hier Glücksgedingse auch da rein. Erde, ja, ist nett. Hier, alles klar. So viel, ewig viel Platz brauche ich überhaupt nicht. Und irgendwie brauche ich die Werkzeuge auch nie, weil die halten immer so ewig lange hier, die Diamantwerkzeuge. Wobei, die lassen ja auch gerade ein bisschen nach. Wir haben noch die Effizienz und Haltbarkeit 1. Eigentlich könnte ich die beide mal zusammenschmieden, ne? So wie ich das sehe. Und hier auch die Schaufeln. Ich glaube, ich kann die zusammenschmieden. Ich glaube, ich bin mir gerade mal überhaupt nicht sicher, ob ich da irgendwelche Erfahrung für brauche. Wahrscheinlich, wenn man die hier direkt einfach so nebeneinander packt. Dann kommt eine bei raus, die ein bisschen besser ist, aber die hat keine Verzauberung. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, ich bin Level 36. Ich könnte mir auch eine neue basteln, aber ich habe halt nicht so viele Diamanten. Schauen wir mal, was denn hier bei rumkäme. Das plus das. Das ist natürlich auch der Knaller. Effizienz 2 und Haltbarkeit auch 2. Und das ist teuer, ne? Aber mein Gott. Die hat auch mehr Dinge hier. Ich mache das einfach mal. Ich
Ich bin so draufgängerisch jetzt hier. Oh nee, das ist... Ja gut, im Zeichen von... Der geht ein bisschen kaputt. Im Zeichen von Diamantknappheit habe ich jetzt spontan einfach mal erklärt, dass wir das gerade haben, diesen Zustand. Muss ich da mal ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich nicht alles hier irgendwie voll schmeiße mit Diamanten, weil die sind halt begrenzt. Und wir müssen unbedingt halt auch wieder in die Höhlen rennen. Das Leder habe ich echt da schon reingeworfen. Ich meine, 27 haben wir da immerhin schon von. Geht schon mal. Die Kuh, die fühlt sich da, glaube ich, auf dem Zaun pudelwohl, auch wenn sie gar nicht sehr pudelartig aussieht. Aber ich glaube, das kommt nicht daher. Man muss nicht wie ein Pudel aussehen, um sich pudelwohl zu fühlen. Und hier vorne fehlen noch Setzlinge. Hier muss auch noch mal... Hier muss irgendein Sichtschutz sein. Das sieht noch so weit aus, so weitläufig, so kahl. Hier vorne direkt können Bäume mit runter. Ich pack die da mal eben hin. Ist schön, wie ich überhaupt zu nix komme hier. Aber ist egal. Eichensetzling. Ja, komm, hier, zack. Ist alles Eiche. Und Birke haben wir so ein paar. Dann tausche ich die mal eben. Die müssen hier vorne noch hin. Das sieht so... Ja, weiß ich nicht. Nicht so gut aus. Hier vorne? Ich weiß nicht genau. Wenn man hier lang latscht, möchte man wahrscheinlich die Weitsicht genau auf den Berg haben. Da unten darf dann... Darf da was hin? Wir können ja mal provozieren, ob da irgendein kleines Viech bei rauskommt. So. Hier, die Seite ist auch viel zu leer. Ich mach das mal so. Noch so ein Ding hin. Noch so ein Ding hin. Und da auch noch... Ja, da noch so ein Ding hin. Und auch noch. So ein Ding hin und dann hier auch noch. So, einen weiter rein. So. Und einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Der darf denn gerne irgendwo auch hin. Und zwar da. So. Ich berserker dann nochmal ein bisschen mit Knochenmehl hier durch die Gegend. Obwohl, ja doch, mache ich schon. Nur Klärchen mache ich das. Knochenmehl habe ich nicht dabei. Habe ich nicht drin. Das gibt neun Stück. Ja, das wird an allen Ecken und Enden nicht reichen. Und das hier sieht von hier aus ein bisschen viel aus gerade. Von den Setzlingen hier. Das ist genau die Größe, die ich wollte. Erstaunlicherweise. Oh! Ach, coolio. Ich muss sagen, ich habe... Gut, der ist ein bisschen sehr... ja, ich glaube, hinter dem Baum ist noch ein Wald. Also ich sehe den jetzt gerade nicht mehr so gut, aber ich glaube schon. Ich meine, der Baum ist super geil. Es ist so ähnlich wie der da hinten, aber der ist etwas sehr dominant, will ich mal so sagen. Ja, ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht, wenn man die dahinter da reinpackt, vielleicht, also wenn die dahinter auch vollständig sind, vielleicht sieht es ein bisschen anders aus. Hier komme ich mal das mal so. Ich schneide damit noch mal ein paar kleine Dinge hier davon. Einmal so eine ganze Runde von. Der ist echt ein bisschen sehr groß. Da sieht man dann überhaupt nichts mehr von dem Berg oder halt von dem, was hier hinter ist. Aber ich lasse den erstmal da und mache den Rest hier groß. Oh. Ach, das Gras kann man auch größer machen. Das hier. Die soll man ja auch irgendwie. Nee, Mohn geht nicht. Baum, du Baum. Baum wie Baum. Baum. Hallo, Baum. Tust du mich? Werde groß. Denn nicht. Ich weiß aber nicht, wie viele Dinge es bedarf, wie viele Knochenmehlhäufchen man rankippen muss. Das ist wahrscheinlich, wie manche Leute ihren Kaffee trinken oder ihren Tee. Wo man sich denkt, ja, ist ja schön. Möchten Sie vielleicht noch ein bisschen Kaffee zu Ihrem Zucker? So ungefähr. Also es passt irgendwie nicht so ganz. Aha. Oh, jetzt hat er sich mitentwickelt. Okay. Es sieht auf jeden Fall deutlich voller aus. Ich glaube, so kann man das gut nennen. Nö, kein Bock. Die brauchen vielleicht ein bisschen Zeit oder die brauchen vielleicht auch ein bisschen Mut. Ich weiß nicht genau. Also es ist... Der ist ein großer geworden. Es ist aber arg dicht jetzt hier. Da sieht man ja gar nichts mehr. Wenn man hier lang latscht, muss ich das auf jeden Fall beschneiden hier. Der ist halt ein bisschen sehr dicht dran jetzt gerade. Vielleicht lässt sich da einfach nur den Baumstumpf von stehen oder so. Keine Ahnung, hier muss er auf jeden Fall auch beschnitten werden. Ich will da schon ein bisschen was von sehen. Oder das hier vorne... Ja, der stört echt. Ich meine, der ist wunderschön, der Baum, so von der Dimension her. Aber...
Entweder ich muss den beschneiden oder ich muss den nochmal komplett wegmachen und dann einen anderen hinmachen. Weil hier sieht man hier überhaupt nichts mehr. Hier kann man einfach auch mal so ein paar Blätter reinpatschen, einfach ein bisschen Blattwerk. Ja, ist ein bisschen sehr übertrieben geworden, muss ich ja sehr zugeben. Es war nicht meine Absicht. Nicht ihr Hundis, hallo? Hallo? Das Pferd freut sich. Das Pferd freut sich. Ein wenig verwechselt das Ganze. Und das Schwein, ne? Das beguckt die ganze Zeit unsere Enderkiste. Wahrscheinlich greift es durch die Enderkiste in die ganzen anderen Räume rein und beobachtet uns da auch. Das ist ein Beobachtungsschwein. Eine Beobachtungssau. Deswegen freut es sich auch gerade so. Weil es Dinge über uns weiß, die niemand erfahren sollte. Gut, warum habe ich Redstone dabei? Weiß ich nicht. Was ich machen wollte, wir haben, gut, der Bahnhof, also das, was hier im Bahnhof sein soll, ist jetzt nicht so überdimensioniert. Man kann aber versuchen, dass man hier diesen Bereich anschließt. Dass man hier meinetwegen Brunnen hat oder sowas. Dass man hier das alles entnaturalisiert. Also hier das ganze Gras weg und durch Stein ersetzt, durch gepflastertes Zeug. Dass man hier halt so einen kleinen Hof macht, so einen kleinen, ja, Brunnen rein und irgendwas. Dann kann man hier direkt das nächste Haus anschließen, da dann irgendwie auch nochmal. Hier könnte man das da drüber basteln, glaube ich. Ich glaube, ich habe da gerade eine spontane Idee. Ich weiß nicht, ob es aussieht. Ich weiß nicht, ob man das lieber da hinten machen sollte. Ne, da machen wir es noch höher, alles klar. Ich habe gerade überhaupt nicht die richtigen Materialien dabei, merke ich gerade. Wobei, so Holzpfeiler gehen eigentlich immer, ne, um irgendwas hochzustellen. Und zwar, dass man hier ein Gebäude über den Gleisen baut. Das habe ich mir vorher echt null überlegt, deswegen kann das gerade mal ganz interessant werden. Ich will jetzt auch kein komplettes Gebäude bauen, ich will einfach nur mal andeuten, wie es denn hier losgehen könnte. Soll das da komplett drunter direkt nehmen? Ja, eigentlich doch. Okay. Ich muss gerade mal ein bisschen Selbstgespräche führen. Ihr könnt ja in der Zeit weghören. So, das sind die drei Höhe. Ich meine, man braucht ja zum Minecart-Fahren auch nur eine Dreierhöhe. Ich glaube, ich will noch dichter da dran hier vorne. Glaube ich. Dann ist der Abstand hier schon wieder zu kurz. Wobei, man könnte das auch tatsächlich im jeweils zweier Abstand machen. Das sieht dann aber sehr nach irgendwelchen Hafengeschichten aus, finde ich. Wenn da zu viele Balken auf einmal sind, das sieht dann wie irgendeine Kaimauer aus. Also sag ich mal, lieber Kaimauer als Kaipflaume. gut, haben wir das, genau, das ist doch schön. Kann man das hier direkt weiter fortsetzen? Ja gut, hier mache ich dann noch irgendwelche Zeugs vor. Hier kann man noch so, hier muss es eigentlich auch Stein sein, was da drunter ist. Das darf dann ruhig etwas künstlicher aussehen. Hoch, ich habe mich vergraben. No! Es darf ruhig ein bisschen künstlicher aussehen. Müssen jetzt nicht unbedingt hier die Dinger sein, hier die Cobbles. Aber es ist ein Anfang, auch hier. Das wird dann noch ein bisschen abgerundet mit entsprechenden Treppen und solchen Geschichten. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen mittels Erde hier dran sanft entlang formen. Ja, vielleicht nur so. So ist gut. Und hier unten, hier muss auf jeden Fall noch Erde hin. So, wunderbar. Ach, wie die alle breakdancen hier, das ist schön. Das ist voll die musikalische Gegend hier. Sehr bewegungsfreudig, sehr, sehr, sehr tänzerisch gelegen hier. Ja, so ist das gut. So ist es noch besser. Und so ist noch viel besser. So ist aber komisch. So ist, ja. So ist Soße? Wie Soße? Okay. Vielleicht könnte man das sogar darunter führen lassen, aber vielleicht auch nicht. Wenn ich das hier ersetze durch die weiteren steinigen Gegenden. Ich mach das mal. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht so spontan komplett ein fertiges Haus hinklatschen. Ich möchte einfach, die Aufnahme soll mal wieder nicht sonderlich lang sein, aber ich habe mir gedacht, ich wollte hier weiterbauen. Und das wäre tatsächlich sehr spontan, dass ich mir gedacht habe, Mensch, da könnte man mal sowas hinpacken. Ist vielleicht sogar auch gar nicht mal so das Beste, was man hier machen kann, weil ich überlege gerade.
dass man vielleicht das noch ein bisschen, also wenn man von hier schaut gerade, ah, das Pferd, das macht Geräusche, dass man das vielleicht noch ein bisschen hier reinzieht, das Haus. Oder aber man macht das von der anderen Seite. Oder man macht, also irgendwie wäre der Platz, also wenn man tatsächlich das nächste Haus erst hier hinten machen würde, hier an der Seite ganz anfangen würde, das hier wäre ein riesiger Platz dazwischen. Das wäre nicht auch ein bisschen seltsam. Gleichzeitig möchte ich aber auch von hier, wenn ich hier stehe, da hinten dann auf dem Bergelein ein Haus noch haben, was man auch von hier aus gut sehen kann. Das heißt, ich darf das hier vorne nicht zu hoch bauen. Aber bevor ich mir das überlege, lege ich mich erstmal hier auf alle meine drei Ohren und horche in mich hinein, wie ich schnarche beim Schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Natürlich sind Monster in der Nähe. Wo sind die Monster in der Nähe? Hallo Monster in der Nähe, wo seid ihr? Schweinemonster!